So, liebe Leute, hier waren wir zu Let's Play geblieben und damit ein herzliches Willkommen nochmal zurück zu Let's Play Metro Exodus. Ich habe mir jetzt in einem Guide angeguckt, wie kriegt man diesen Bären besiegt. Es ist durchaus machbar, wenn man es kann. Aber es jetzt schaffen, das ist natürlich die andere Wahl. Ich habe natürlich die andere Variante, aber wir versuchen es heute noch einmal. So, da ist der Kollege. Hä? Wieso geht der nicht drauf? Ja, genau, du brauchst hier nicht anzugreifen. Leck mich doch am Arsch, Alter. Ja, genau. Der soll hierher kommen. Ja, genau. Alter, bleib hängen am besten. Ja, genau. Ja. Im Idealfall verbrennen wir ihn dann halt noch. Ey, das ist doch zum Kotzen. Ach, Mann. Er hat uns definitiv nicht lieb. Jetzt muss ich... Jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert. Du musst die Dinger nur auf auswählen und dann kannst du mit R1 papp, 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 die da nachholen. Naja, wie dem auch sei. Ich weiß dann jetzt ungefähr, wie es funktioniert. Ja, dann zuletzt. So, jetzt habe ich, dass ich die finde, ohne Probleme nochmal machen kann, die Mission. 3 haben wir, okay. Moment, hier waren doch noch mehr, ne? Hier waren auch noch die Landerleichen. Die hier, meine ich. Moment, jetzt muss ich auf meinen Fernseher. Ja, man ärgert mich gerade. Das hat mir damals davon jetzt mein Italien-Rennen gekostet. So, zumindest die Chance auf Punkt. So, wunderbar. Dann machen wir das jetzt nochmal. Also, irgendwie müssen wir es auch auf die Reihe kriegen. Wie lange müsste das Ding eigentlich nicht dauern? Wir probieren es nochmal. Scheiß Mutantenviecher. Ja! Oh Mann! Der holte Pam! Mit einem Krallenschlag. Also ich hatte zweimal, musste glaube ich 3 oder 4 Mal mit dem Ding treffen und dann die ganze Zeit draufschießen. Irgendwann verpisst sich der Typ nämlich. Ich kam nicht weg an der Stelle. Ich kam nicht nach rechts, ich kam nicht nach links. Aber ungefähr so funktioniert's.
Jetzt muss es noch funktionieren. Jetzt muss es bei mir nochmal funktionieren. Ich hänge viel mehr im Ladebildschirm als im Spiel selber. Da, probieren wir es halt nochmal. Schwerspitz mitgenommen und dann probieren wir es halt jetzt ein. Ich muss mich ein bisschen orientieren. Das ist das Problem nebenbei, neben dem komischen Viech da. Ja. Auf ein neues! Hier, schluck den. Oh Mann. Ja, ist klar, Alter. An dieser gleichen Stelle wie eben verreck ich schon wieder. Ich komme nicht da raus, das ist das Problem. Der schlägt einmal zu und hat mich direkt. Und dann braucht er wieder so ewig und 3 Tage, bis der da irgendwie mal aus diesem Ladebildschirm rauskommt. Neues. So, scheiß Bank verrecke ich da wieder jedes Mal. Hier verrecke ich jedes Mal. Ich will da weiterkommen und nicht raus und ich. Unnötigerweise immer die ganze Zeit verrecken. Naja, probieren wir es halt wieder. Oder? Diesmal können wir leider nicht auf unsere Helfer helfen. Ja, genau. Hau ab, bloß. Und das, liebe Leute, ist die Lösung. Du brauchst 4 Molotow-Cocktails und jetzt ist er weg. Kaputt. Oh, Alter. Und das funktioniert ganz einfach. Das ist simpel. Man muss es nur richtig auf die Reihe bekommen. Ich habe es jetzt Gott sei Dank mal richtig hinbekommen. Ja.
Weg ist der Bär. Liebe Leute. Weg ist der Bär. Hätte ja klappen können. Und du? Aber zumindest ist dieses Viech jetzt tot, oder was? Gut. So, die Frage ist, müssen wir jetzt weiter oder was sieht das aus? Ne, das ist richtig. Eigentlich müssen wir hier hin. Ich glaube, ich habe den echten Bären erledigt, Alter. Boah, ich werde jetzt auch Ärger gemacht. Hier richtig, will ich auch richtig. Scheiße. So. Gut. Moment. Eigentlich. Da müssen wir nochmal mit dem Generator probieren, bis der wieder läuft oder was? Das? Achso, ist die Kerze. Okay. Hm, ist ja blöd, dass der nicht läuft. Okay, der betrifft also das quasi das Funkgerät. Das ist die Werkbank, da haben wir ja gerade unsere Sachen hergestellt wieder. Stehen bleiben, Streuner! Oha, das war eine Begrüßung. So sehen wir uns also wieder. Ich wette allerdings, dass du nicht mehr weißt, wer dich aus dem Wasser gefischt hat. Ich heiße im Übrigen Olga. Warst du das etwa, der gegen den Gebieter des Waldes gekämpft hat? Wahnsinn. Unsere Jäger haben sich schon seit Jahren von ihm ferngehalten. Verdammt. Entschuldigung, Lehrmeister. Das Schloss ist völlig verrostet. Oh, danke. Dein Freund Aljoscha ist bereits am Damm. Er sagte, euer Oberst würde nicht warten. Du hast also nicht viel Zeit. Tut mir leid, ich kann dich nicht dorthin bringen. Bei der heutigen Ratssitzung haben die Piraten beschlossen, euren Zug anzugreifen. Dabei durften sie den Rat ohne mich nicht einmal einberufen. Und jetzt liegt es mal wieder an mir, das zu regeln. Aber ich habe noch ein paar Minuten, um dir den Weg zu erklären. Du brauchst ein Boot, um zum Damm zu kommen. Und unsere Piraten haben alle Boote in ihrem Sumpflager.
Sie geben nur ungern etwas her. Allerdings ist das auch kein Grund anzugreifen. Niemand möchte, dass Blut vergossen wird. Bleib also einfach außer Sichtweite. Wenn du mich nicht runterschubsen würdest, würde das... Geh die Straße zur Barrikade. Geh weiter bis zum Sumpf und such die Anlegestelle. Dort hatten Aljoscha und ich das Boot genommen. Möge der Lehrmeister es mir verzeihen. Ein paar liegen da noch, aber sei vorsichtig. Ja, gut. Also gut, Streuner. Pass auf dich auf. Ich hoffe sehr, es war kein Fehler, euch zu helfen. Bestell Aljoscha einen Gruß von mir. Ich bleibe noch etwas hier, um mich um das Grab des Lehrmeisters zu kümmern. Na gut, dann müssen wir... etwas ausruhen, bevor du losziehst? Eine gute Idee. Nee, nee, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich gerne weiter. Boah, ich glaube... Ich komme hier gedanklich nicht weiter. Ja, die Frage ist, haben wir echt den Bären besiegt? Ey, das war super. Das ist wirklich super. Ich muss mich jetzt gerade nur ein bisschen orientieren. Ja. Da kommen wir nicht weiter. Ach, da komme ich hier raus. Über den. Oder warte mal, der Bär hat doch bestimmt. Der hat doch bestimmt irgendwo was. Warte mal. Der hat hier Lücke im Zaun. Oh, wie komme ich hier raus, ja? Das ist gerade über den Weg, den wir hoch reingekommen sind, oder was? Ja, leck mich doch am Arsch. Scheitert das hier dran oder was? Leck mich doch. Alter, was soll der Scheiß? Ich will wieder raus. Komm ich da nicht mehr hoch? Was soll der Kack?
Nein, nein, nein. Warte mal. So. Jetzt haben wir die zumindest mal offen. Die Speerspitze steckt ja doch noch drin, Gott sei Dank. So, jetzt muss ich mich ein bisschen orientieren. Wir müssen also irgendwie ja in die Richtung. Okay. So, anscheinend müssen wir da in die Richtung, okay. Erstmal kurz durchatmen. Nebenbei würde ich gerade erstmal wissen, ob das Viech wirklich so verreckt ist oder ob das nicht. Weil hier ist der Eingang ja quasi wieder. Oder? Ja. Da ist der Eingang wieder, okay. Genau, dann müssen wir da lang. Und irgendwie da wieder runter. Da ist unser Ziel dann. So, quasi. Also müssen wir irgendwie wieder da runter. Ich glaube nicht. Das ist natürlich keine gute Idee. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt unten uns hinportet. Was natürlich perfekt wäre. Aber ich vermute, dass wir nach oben sitzen. Naja. Ich weiß gar nicht, ob wir die Höhle als Rückweg nutzen könnten. Ne, ich glaube, es gibt keinen Rückweg aus der Höhle, ne? Ne. Okay, die hat keinen Rückweg. Ja, das war eigentlich nicht mal so eine hohe Höhe wie eben. So, da müssen wir es nochmal laden. Ich würde dann auch langsam jetzt mal so sagen, wir beenden hier die Folge. Ich bin da lang genug dran. Alleine heute in der Aufnahme. Wenn der zumindest mal fertig ist. Na komm, liebes Spiel. Aber den Weg raus, das versuchen wir dann im nächsten Part. Bis dahin oder Wiedersehen bei Let's Play Metro Exodus.